Hallo? Daddy, bist du's? Nein, geh weg. Oh. So. Du hast dich umgekleidet? Wirklich? Weiß ich nicht, kann sein. Was habe ich an? Irgendwas Orangenes und einen fetten schwarzen, Hosenarsch. Geh weg, so nah, das ist eklig. Abstand Ich halten. kann fangen an zu twerken. Aha. Ja, wenn du es könntest. Hey! Mitkommen! Hören Sie auf! Hallo zusammen. Erstmal. Servus, Leute. Ja, wir spielen mal den Kebab weiter heute. Ja. Weil heute hier ist schon dekoriert. Oh, Mine, da hast du aber angestrengt. Da hast du richtig Moral. Darf ich die Fähigkeiten upgraden? Upgraden? Ja, machst aber erstmal die Billos, weil so viel Knetos haben wir nämlich nicht. Ne? Ja, was haben wir? Wir haben hier den Schnittmeister. Der Schnittmeister, genau. Erhöht schrittweise die Schnittgeschwindigkeit. Soll ich das machen? Ach, Entschuldigung, beim Trinken, ja. Ja, mach ich. So. Gebombt. Und schneller Geschirrspüler? Ja, natürlich. Hab ich doch gemacht. Das ist deine Fähigkeit. Oha. So, jetzt ist heute aber angesagt, der Fuzzi kommt heute und wir müssen gucken, dass wir sehr gut kochen. Ja, also koch am besten ich. Ja. Ja, würde ich sagen. Ich schneide. So, wir machen heute das hier. Wir machen heute mal keine Suppe. Dafür gehen wir heute mit dem Hühnerbein nochmal mit dran. Was willst du mit meinem Bein? Ein Hühnerschwein. Was? Ja. So, nee, jetzt mal, ey. Ja, genau. Hühnerbein. Was will denn der Fuzzi essen? Ist das nicht? Ja, das sagt er dir. Das sagt er dir. Ach so. Also kochen wir alles erstmal. Und er kann auch sein, dass er Sachen mithaben möchte, die nicht auf der Speisekarte stehen. Das ist nicht gut. Ja, das kann dann nur noch Suppe sein. Alles andere haben wir nämlich nicht. Okay, gut. So, ja, das heißt, das hier machen wir. 2 Hühnerbeine habe ich zur Not. 2 Schweinshaxe. Und eine andere Sache. Ah, mache Kartoffeln und so. Ich fange jetzt einfach mal an. Achso, du hast mich gefragt. Ja, natürlich. Wen dann sonst? Achso, ja, mach mal. So, ich werde jetzt mal ganz kurz das Hähnchenbrust holen. Hähnchenbrust! Bockbrust! Hähnchenbrust! Die sind aber billiger geworden, meine ich. Was? Das Fleisch ist billiger geworden, nämlich, meine ich. $100? Hat das schon immer $100 gekostet, die Hühnerbrust? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich auch nicht, deswegen frage ich dich ja. Ich glaube, wir brauchen noch eine grüne Peperoni. Ich muss noch Paprika holen gehen. Ja, das nächste Mal machen wir Kühlschrank zu, ne? Ja, Lüftung. Ja, nein. So, was brauchen wir denn noch? Chili-Pulver, Salz, 3 Gramm je. Okay, dann brauche ich Chili-Pulver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, wir fangen jetzt erstmal an mit unserem allseits... Wir fangen jetzt erstmal an mit unserem allseits beliebten Kochen. Das heißt, für die Hühnerbrust brauchen wir Kartoffeln, Paprika grün, Paprika rot. Bin dabei. Und dann brauche ich noch einen Teller. Hier hast du grüne Paprika. So, das packen wir drauf. Das packen wir drauf. Das packen wir drauf. Und das packen wir drauf. Die aller Abfahrt. So. Das hättest du nicht, hier habe ich schon einen Teller, das hättest du nicht vorschneiden müssen, die Tomaten. Ach, geschnitten ist geschnitten, vielleicht brauchen wir es. So, was brauchen wir jetzt noch für die Hühnerbeine? Da brauchen wir Hühnerbeine, Salz, Chili und Tomate. Doch, Tomate brauchen wir. Ja, siehste. Tomaten in Scheiben sogar, hast du sogar richtig gemacht. Ja, perfekt. So, dann brauchen wir hier, ja, brauchen wir die Rezept, Salz und schwarzer Pfeffer auf jedes Ding. Wir hatten die ganzen Tomaten gekauft. 3, 4. Oder war ich das letztens? Das waren wir letztens, glaube ich. Ja, was man hat, hat man. Das geht nicht kaputt. Definitiv. Zum Glück. Boah, wenn das so einen Modus hätte, ne, wo die Sachen auch kaputt gehen, wenn du die... Die gehen kaputt. Echt? Ja. Wenn du die irgendwo hinstellst oder irgendwas, habe ich mal bei einem im Video gesehen, gehen die auch kaputt. Ach du Scheiße. Was, warum holst du die da raus? Ja, weil ich die Pedel dann noch brauche. Du kannst doch dazwischen mit dem, wenn du hier scrollst, ne? Ja. Kannst du zwischen Petersilie und Tomate auswählen. Ach so. Ja. Jetzt sind sie ausgerollt.
Egal. Egal. So. Nein! Das musst du aber noch brutzeln. Drei, ich hab vergessen. Oh, gut gehabt. Hatte vergessen, Salz drauf zu machen. Muss da auch was drauf? Was machen Sie da? Weiß ich nicht. Das ist voll dumm. Warte mal, Mädel. Ich muss ja das da erst noch. Ich mach wieder alles durcheinander. Ja, sie gehen mir schon wieder auf den Switch. Das Essen wird kalt. Ja, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Das Essen wird gar nicht kalter. Nein, das Essen darunter wird nicht kalt unter diesen Dingern. Das da wird nicht darunter kalt. Wenn du es M abgegeben hast, wird das nicht mehr kalt. Das wird so eine Art Warmhalte-Ding. Deswegen die Glocken, ja, dass die Glocken halten, dass sie eigentlich warm. Müsstest du ja eigentlich wissen. In Punkt und Glocken müsstest du dich ja auskennen, ne? Was sind meine Glocken? Ja. Und das kannst du schon mal wegbringen. Das wird nicht so gute Wertung geben, aber das ist ja egal. Was hat es denn bekommen? Eine 3,3. 3,3, ja, das geht. Ja. So, haben wir gleich. Da, so, Tomaten dann und dann kannst weg. Du. Achso, ich soll wegbringen, okay. Ja, ich mach offen. Okay, ja, jetzt kannst du aufmachen. Gleich servieren. Heute ist der Tag, wir sehen uns in ein paar Stunden. Oh nein. Ja, er kommt. Was hat hier gescheppert? Nächste, die Kohle ist noch ausgegangen. Achso. Oh, Levelos Achtos. Das ist gut. Ay carambos. Hoppala, jetzt schmeiße ich meinen Mikrofonus weckus. Knatsch mal nicht so laut. Mensch. Ist ja wie eine Wutz. So. Hat's gemundet, junge Dame? Hast du schon reingestellt? Ja, gut. Ja, ja, steht doch alles drin. Ich werde gleich da sein. Ich hoffe, ihr habt einen Tisch reserviert. Ja, das ist auch reserviert. Ja, dann komm mal schneller hier, weil, ne? Nicht, dass wir nochmal kochen müssen. Vom Koch zum Tellerwäscher degradiert. Ey, der kippt sich da noch Gewürz drauf. Das geht ja mal gar nicht. Ich mein Boden hier putzen. Da. Hallo, die Dame. Geben Sie mir meinen Teller hierher. Mama! Laut mein Teller. Okay, dem schmeckt es anscheinend. Oder ist Müll? Nicht drüber laufen, Mensch. Oh oh. Er kommt. Oh nein. Ay caramba kommt. Was will der? Ja, am Tisch hängen bleiben. Oh, der hängt ein bisschen. Der hängt ab, gehen Sie. Er hat einen Hänger. So. Was will der? Der will, dass du gleich bei ihm bestellst. Was machst du? Aber was hätten Sie denn gerne? Hola amigo, ich bin Juan. Jeder kennt mich als Spicy Juan, der Maestro des scharfen Geschmackes. Richtung ist Rudat Schabadabad. Für mich ist scharfes Essen das Einstellung. Ich kann nicht ohne ein bisschen Schärfe in meinem Mund bleiben. Sogar der Kaugummi, den ich kaue, ist scharf. Okay. Sie wollen eine Zustimmung, dann wird dies der Ort heute heiß. Okay, ich kann immer noch nicht lesen. Es wird heiß. Wir haben schon lange keinen neuen mehr gesehen. Nee, das lass mal bitte. Nein, hören Sie auf. Der Meister war ganz schön verknallt. Okay. Er ist so heiß, hat er gesagt. Okay, der hat gesagt, sein Meister ist verknallt in dich. Du willst dich mit ihnen anschließen, oder? Dann soll es so sein. Besorgen. Nein, du sollst es ihm besorgen. Sie so mit dem Teller schärfsten Hähnchenschenkeln. Der möchte deine Hähnchenschenkel haben. Nein. Doch. Welche? Die Hähnchenbeine? Hühnerbeine? Oder Hähnchenbrust? Was will der? Deine Hähnchenschenkel. Ah, okay.
Wie hole ich dem jetzt den Teller runter? Nein, ich muss ihm selbst das Essen machen und du sollst ihm keinen runtergehen. Ne? Das andere sollst du bitte nicht machen. Ja, das ist das sagst doch. Nicht Mensch, was wär's passiert? Drei. Was will der Chili, gell? Ja. Ja. So. Eins, zwei, drei. Chili, Pfeffer, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. So, schneidest du mal ein paar Tomaten? Ja, natürlich. Noch was? Wenn nur eine und die kannst du gleich schon drauflegen. Auf den Teller? Nein, auf den Grill. Ach so. Genau. Bist du dahin? Ich muss umdrehen. Ab umgedreht. Hab erledigt. Was? Ist nicht richtig umgedreht? Da jetzt. Hab ich noch? Nein. Doch. Nein. Nabel. Nein. Hol die runter. Wenn du mal aus dem Weg gehen würdest, könnte ich das auch tun. Du blöde Huhn. Nein. Doch. Nein. Da, bring ihn. Hey. Bring ihn denn. Bring ihn denn und halten Sie die Goschen. Hier ist. Was? Nix. Ist. Und wie, es gibt nicht viele Punkte, ne? Dann lernst du tauchen. Ja, jetzt sind Bobbys voll. Na, schwatzen du da schon mal. Wie ein Meister. Spicy hot? Es ist spicy Juan hot. Ach du Scheiße. Geil. Ja gut, das hat mir anscheinend gewundert. Ja gut, ich habe mich mit ein wenig hinreißen lassen, aber du scheinst vielversprechend zu sein. Der Meister wird sich darüber aufregen, aber ich muss dein Gericht genehmigen. Und ich sollte besser einen Weg finden, ihm alles zu erklären. Scharfer Juan ist raus, geil. Vielen Dank. Und hat noch nicht mal bezahlt, hallo? Hier der scheiß Dieb. Hey, bitte. Ja, der hat geklaut, ne? Der kleine Vogel da. Eieiei, da hat er direkt ohne Hinterschmiss, Mensch. Wischi, wischi, wischi. Das eine Gericht ist leer. Welches? Ah, das mit den Hähnchen. Ja, okay. Und das wollte er jetzt natürlich gerade, der Vogel hier. Ah ja, ich beeil mich. Brauchst du noch? Nix, hab alles. Okay. Der wird ungeduldig. Ja, ich kann nicht hexen, ne? Hex geht nicht hier. Wir sind hier nicht bei Bibi Schlotz und Bibi Schlotzberg. Rotzberg? Ja, das funktioniert nicht. Also. Ja, das andere Gericht ist Alia mit einer Zweckkeule. Oh. Wir haben keine Keule mehr, ich muss Keule holen gehen. Brauch Keulen. Komm schon. Oh, ich habe ein bisschen viel eingekauft. Ah, Mist, der ist gegangen. Aua. Soll ich jetzt noch machen oder mein? Ne, das wird bald rum sein, ne? Ich denke mal nicht, dass die jetzt noch Hähnchenkeule wolle. Das macht jetzt zu, das Ding hier. Das hat der letzte Kunde hier jetzt hin. Ah, da kommen doch noch ein paar, oder? Oh ne, doch nicht. So, auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihr Kommen. So, der Tag ist vorüber.
Okay, cool. Sorry, ich musste gerade was lesen, Leute. War gerade ein bisschen wichtig. So, ja. Die Teller da hinten noch muss ich jetzt noch wegschmeißen. Ja, ne? So. Ist jetzt alles sauber hier? Wischi, wischi. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Keine Ahnung. Ach, ein leerer Raum. Weiß nicht, was daraus gemacht wird. Vielleicht kann man einen Kühlraum oder so draus machen. Vielleicht auch ein Klo. Da ist kein Klo drin und kein Waschbecken. Ja, kann man ja vielleicht kaufen, ne? So, sie Nebelkrähe. Licht aus. Dann gehen wir nach Haus. Ja. Gehen wir noch einen reinsaufen? Nee, anscheinend nicht. Nee. Schlafen. Aha. Deine Hähnchenbrust ist gut gelungen. Ja, ne? Leute, da ist der Tag hier ganz gut gelaufen. Auf jeden der Fall. Typ war auch zufrieden. So, der nächste der Typ. Sein Hotti. Der nächste Typ, der hätte gerne, das ist der liebe Toni. Der will serviere 20 einfache Kebabs, 15 einfache Dönerteller und serviere die Hühnersüb. Gut, was können wir denn machen? Freischalten einfacher Kebab. Oh, jetzt geht's los, jetzt machen wir Kebab. Heute steht Kebab auf unserer Speisekarte. Das einfache Grillfleisch nehmen wir noch mit und mal wieder die Tomatensüb. Das steht heute bei uns auf der Speisekarte. So. Kommen Sie näher, kommen Sie rein, hier stehen Sie schon Schlangen. Aber wir müssen ja schon die neuen Sachen holen, oder? Die Sachen für die Suppe habe ich. Das ist das kleinste Problem. Nur die Sachen für den, für die anderen Sachen. Da brauchen wir noch ein bisschen Utensilien. So, genau, da brauchen wir noch ein bisschen Utensilien für. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal hier den Butbut. Mukumilch. Eine Tomatos. Zweite Tomatos. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Ja, weg damit. Nein. Oh, oh. Ne, 3-Sekunden-Regel, 3 Sekunden. Also, ist doch reingefallen. Hoppala. So, okay, die sind angeschmissen. Gut, das habe ich. Ich habe noch so ein Ding hingestellt. Nein, zu viel. Warum? Wofür? Ich mache doch keine 4 Gerichte, Alter. Ich komme ja, gar nicht doch. Hinterher. Nein, da komme ich gar nicht hinterher. Lekos, Michos, Arschos. Kann auch helfen. Nein. Nein. 3 Gerichte. Ich bin hier der Koch. Haben Sie mich verstanden? Ja. Ich bin hier der Koch. Wir können bald mit. Oh, guck mal, wir können sogar schon Mitarbeiter einstellen. Echt? Ja. $250 pro Tag, was will der? Ein Arnold, der tut Cleaning, Wash Dishes und ist ein Kellner. Ja. Kann man eigentlich, wenn man dann irgendwann. Könnten wir hier das alles abreißen, ne? Und größer machen. 2 hinstellen von den Dingern und dann könnten wir eigentlich loslegen und zusammenkochen. Ne? So, jetzt brauche ich aber erstmal für die Kebabs, ne? Da brauchen wir neue Sachen. Mienchen, Bienchen. Was hast du jetzt alles? Hast du die Speisekarte kurz gemacht? Ja, aber gerade dabei ausgewachsenen Kreiskoller kriegen. Nee, Spaß. Wir brauchen Knoblauch, Salz, grüne Paprika haben wir und Schwanzfett. Was? Schwanzfett. Bitte was? Schwanzfett. Du hast mich schon verstanden. Okay. Was? Voll Schwanzfett. Bitte. Was? Das heißt so. Ja, dass du das witzig findest, ist mir klar. Ja, Schwanzfett, das ist gut. Achtung, Püppelchen einziehen. Ja, aber. Nein!
So kann ich das nicht an hochheben. So, jetzt. So. Salz, dann braucht man Gebäude, Oberflächen, Stationen. Erstmal brauchen wir das hier. So, neues Gerät. Was denn? Was ist? Ich find's nicht. Ah, da. Oha. 2000, so ein großes Ding. Da steht so ein kleines Ding hin. So, jetzt hast du hier deinen Spaß. Da. Sehr schön. Hast du dort noch im Schrank kühl? Oh, geil. Oder? Ist das? Was hast du jetzt gekauft? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt. Ah, ein Kühlschrank. Ich weiß nicht, weiß. Doch, ein Kühlschrank, hier. Noch einen kleinen. Hast du schon gekocht? Ja. Was denn? Das komische Fleisch da. Oha, könnten Sie mal aufhören. Jetzt fangt ihr an, ran zu kochen. 1,9. Ach du Scheiße. Das ist gut. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen eingekackert. Zu wenig Salz. Ja, jetzt brauchen wir das neue Gericht. Jetzt brauchen wir eine Schüssel. Ja. Habe ich. Dann brauchen wir für den Erdbeerenkipper Salz. 3 Gramm und schwarzer Pfeffer 3 Gramm. Dafür brauchen wir ein geschnittenes Ribeisteig. Muss ich holen gehen oder was? Ne, hier haben wir noch eins. So, das bildschön. Wir müssen das Ribeisteig, glaube ich, salzen. Warte mal. Schneide, ich brauche Tomaten und Petersilienscheiben. Geschnitten, eine geschnittene Tomate und zweimal Petersilie. Die Tomate kannst du auch dann grillen. Hier, also jetzt. Ribeisstück, genau, auf dem Teller Ribeisstück, auf dem Ribeisstück soll Salz und Pfeffer, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, das haben wir, das haben wir. Was noch? Jetzt machen wir hier Hackefleisch rein. Tu mal das Schwanzfett bitte in Würfeln schneiden. Und dann hier hinzufügen. Wo finde ich das Schwanzfett? Ja, hier drin in dem Karton da. Achso. Das muss man jemandem sagen. Das ist kein Schwanz. Doch. Oder? Ah, scheiße, ich war auf dem Falsche. Ah, doch, war aber trotzdem richtig, alles gut. Kannst du noch, genau das. Was soll ich nehmen jetzt? Schwanzfett! Da ist kein Schwanzfett! Hey, ich hab doch Schwanzfett angegeben, aber was jetzt. Da ist kein Schwanzfett! Oh, nur Schwanzfett! Da hab ich 20 Hühnerbeine gekauft, ey. Ich hab eigentlich. Nein, das hab ich gekauft. Gestern. Ach, gestern? Ja, wo ist denn das Schwanzfettkarton jetzt hin? Ach, der steht hier, noch. Oh, warum hast du. Schnauze! Ja, du Gammelfleisch. Oh, Schwanzfett. Das steht ja wirklich da. Oh, Speisekarte. Ich muss das mit mal anpingen hier. So. Genau, Kebab, grüne Paprika, Knoblauch. Jeder, Knoblauch oder? Soll geschnitten werden. Grüne, genau. Was, Knoblauch? Knoblauch und grüne Paprika muss man schneiden. Davon muss man. Du hast gar keinen Knoblauch geholt. Ja, das sollst du holen, ne? Knoblauch und. Grüne Paprika, Paprika haben wir hier. Da, genau. Das Fleisch, warte mal, dann brauche ich noch Salz. 3. Chaos. Das sind Tomaten auf den Boden gefallen. So, Knoblauch schneiden oder wie? Ja. Nee, das machen wir schon. Das machen wir danach. Lass, ich hab's schon auf dem Grill. Alles gut. Achso. Na dann. Was passiert mit der Schüssel? Die kannst du jetzt in den Kühlschrank stellen. Ja, wir bräuchten erstmal einen größeren Kühlschrank. Ja, man kann die Tomaten, glaube ich, auch hier draußen hinlegen, ne?
Das ja, müssen ja nicht durchgehend gekühlt werden. Jetzt in der Kühlung. So, hier den Knoblauch kannst du jetzt schneiden und auf den Teller tun. So. Auf welchen? Auf den? Auf dem Teller, ja, nicht im Kühlschrank, genau. Das weiß ich auch. Nee, du grillst einen Knoblauch und dann einen Kühlschrank. Ja, das habe ich gerade gesagt. Deswegen. So, Achtung, jetzt noch den hier und dann kannst du den in das Ding reinmachen. Ich werde in der Zeit noch eine Schüssel holen. Das da hinstellen. Das Hühnerbein müssen wir mal noch da reinlegen. Zack, zack, da hast zack. Du eine 3,7. Oh lala. Aha. Das ist gut. So, wischen. Hier haben sie noch die Tomatensieb. Die können sie dann gleich schon in das Ding reinmachen. Ah, dann können wir ja öffnen, ne? Ja, jetzt kannst du öffnen, ja. Open. Hereinspaziert in die schöne Bude. In die, was? In die dumme Pute? In die schöne Bude. Hier mache ich aber mal die Tür zu, das sieht so leer aus. Ja, aber eins will ich jetzt noch haben, das nervt mich noch ein bisschen. Möbelstation, genau, das Ding hier, Alter. Da, ha. Das kostet zwar $500, das ist zwar eigentlich unnütze. Aber da können wir schön unsere Kebab-Spieße dranhängen. Mm. Da, so, jetzt hängen die da an der Wand, das ist schön. So, putzen wir mal nochmal hier. Ja, gut, da haben wir noch genug. Und ich hab gedacht, du machst zu. Hab ich doch zugemacht, die Tür. Nein, die Tür war offen. So, rein damit. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, ihr Teller, ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Zack. Zack. Ja, nehme. Ich glaube, du musst nur Tomatensuppe langsam aussetzen, weil. Ne, brauchen die ansetzen, die haben wir noch. Wir haben noch genug in dem Topf noch? Drin, ja, ja, locker. Okay, weil die nehmen die ganze Zeit Tomatensuppe. Die hatten Teddybär. Das war ein bisschen spooky gerade. Mm. Jupp, Tomatensuppe leer. Mm. Zack, zack, zack. Rein da, ich brauche noch Peterle. Peterle, bitteschön, zack, sup. Servieren, dann ist es. Hm. Was haben wir denn da? Was geht denn bei Lea? Jetzt hat ihr da, sie wollen auch noch Suppe. Denke ich, nee, noch. Ich glaube, im Kebab-Spieß können noch 3 Kunden bedient werden. Ja, ich denke, da werden nicht mehr viele kommen jetzt. Meinst du auch, wir haben noch helllicher Tag noch? Kann kommen. Mm. Ja, sie haben anscheinend den Teller leer geleckt, so sauber ist es. Dann stellen wir gleich mal eine sehr hygienevoll in den Schrank rein. Ich muss den Boden putzen. Ja, danke schön. Der Teller war auch sauber. Mm. Mm. Ist noch alles schön voll. Hauen sie rein, machen sie Ham, Luciano, Manfrotti. Ja, kann sie Geld einkassieren. Gib mir den Teller her. Hm. Also die Suppe, die boomt ja. Heute ist Suppen, Alter. Suppen. Heute ist der Suppenkasper groß, ey. Leck um hier. Muss gleich noch mal. Oh. Ah. Ja, der Tag ist vorbei. Also das sind jetzt die letzten Kunden hier. Ja, ist so notwendig, dass auch einer... Wir haben praktisch genau leer gegangen. Gucken, das hat genau gereicht. Hm. Ja, siehst du mal. Genau abgepasst. Will noch einer?
Ja, passt. Vielen Dank, wir sehen. So, gut, dann können wir hier zumachen. Die Sachen einfach in den Müll oder wie macht man das? Du hältst X gedrückt. Okay. Der ist sauber. So, passt. 12, 12, 12, 12. Ja, alles weg. Sauber, alles weg. Super, super. Duppi, duppi. Was wollen Sie denn jetzt? Wollten Sie gerade hier noch einkaufen gehen? Nein, 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 nein. Nein, ich hab doch zugemacht. So, Leute. Ja, mal, so schnell geht das. So schnell ist die Zeit auch wieder rum. Ja. So schnell war es das. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hat Spaß gemacht. Und dann drum und dran mal wieder der Kebab-Simulator. Morgen geht es weiter mit vielleicht nur einem Video. Morgen mache ich mal weiter mit meinem Supermarkt-Simulator. Und vielleicht spielen wir auch wieder mal Goat-Simulator oder irgendwas anderes. Mal schauen, vielleicht lassen wir uns auch was Neues einfallen. Oder, wie ihr es wisst. Und wie ihr es merken könnt, naja, ist ganz einfach. Liked die Videos, schaut die Videos und abonniert den Kanal und schaltet die Glocke an, wenn ihr Bock drauf habt. Dann verpasst ihr auch nichts. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja. Eingeschissen. Achso, ich soll doch ausmachen, ne? Ha.